Hallo und herzlich willkommen zum True Battle von der Argon im November 2016. Ich werde jetzt das hypeste Event von der Argon für mich persönlich kommentieren. Das ist ein Crew Battle von unserer Crew, Team Turnabout mit der Crew Mixup. Ich finde, ich habe in diesen Spielen, die ich geschlagen habe, alles gegeben. Zu einem Turnier leider nicht der Fall, weil ich da sehr, sehr müde war, aber bevor dieses Crew Battle stattfand, habe ich dann quasi die ganze Zeit geschlafen und mich richtig gestärkt. Nur für diesen einen Moment, kann man so sagen. Und ja, das Ganze nehme ich vom Stream von Tadavid auf, der auch in der Mix-Up-Crew ist. Den werden wir auch noch sehen, das ist ein Villager-Spieler. Und ja, ich finde es geil, dass das ihr bereitstellt, quasi, dass ich das hier vom Stream hier aufnehme. Ich finde es gut, dass er das hochgeladen hat und nicht nur halt diese ganzen Turnierspiele hochgeladen hat. Danke David an dieser Stelle. Möchte ich dich hier mal shoutouten und ja, gleich geht's los. Garnis fängt an, spielt nicht Mega Man. Garnis ist ja eigentlich der beste Mega Man Deutschlands. Spielt jetzt aber hier nicht Mega Man, sondern sein Second Roy. Haben sie einen Fehler gemacht? Schon mal sehr unprofessionell, meine Freunde. Da steht jetzt nämlich Mix-Up gegen Easy, das ist ja mein Clan und beziehungsweise Andres Clan, also Garnis sein Clan, weil Garnis ist halt der Leader. Aber ja, es ist natürlich kein Clan Wars, sondern ein Crew Battle. Ne? Crews sind immer so offline und die Clans sind online. Deswegen war das ein Fehler, aber das haben sie eben auf jeden Fall noch korrigiert. Jetzt muss Garnis noch seine Steuerung gleich machen mit der V-Mode. Ich hätte schon direkt im Kampf anfangen können, aber nee, ich möchte jetzt hier alles von Beginn hier kommentieren. Auch wie André seine Steuerung macht. Ja, ja. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Das Crew Battle war richtig, richtig spannend. Das liegt aber auch daran, weil wir zwei weniger waren. Wir wollten eine richtig krasse Challenge, weil wir wussten, wir haben die stärkeren Spieler. Deswegen haben wir den anderen einfach 6 Stocks mehr gegeben quasi. Es wird natürlich gespielt 3 Stocks. Das ist für Crew Battles üblich. Normalerweise spielt man im Turnier ja nur mit 2 Stocks. Aber in Crew Battles werden 3 Stocks gespielt. Die erste Stage entscheidet der Zufall. Danach kann immer der verloren hat, beziehungsweise die Crew, die verloren hat, eine Stage auswählen und die natürlich auf seinen Charakter dann spezifizieren. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel Diddy Kong hab, dann würde ich natürlich gerne auf Duck Hunt gehen wollen. Also wenn zum Beispiel mein Vorgänger hier verloren hat, dann komme ich rein und will natürlich sofort auf Duck Hunt spielen. Weil ich ja die Stage aussuchen darf. So funktionieren die Crews. Ich weiß nicht mehr, wie viele Mann die hatten. Das wird aber nachher gleich von Tadavid angezeigt. Also sieht man dann die Stocks immer. Ja, das Interessante ist, Garnis spielt mit der V-Mode. Der hat sich sogar, weil er so ein Mega Man-Fan ist, die in Mega Man-Farben lackiert. Da ist auch das Metal Blade drauf, richtig klasse. Nur der Nunchuk, der ist der Kontakt nicht mehr so ganz richtig und deswegen muss er da wieder den weißen Nunchuk nehmen. Aber die V-Mode, was ja letzten Endes das Wichtigste ist, die ist noch in der Mega Man-Farbe. Könnt ihr bestimmt auch noch gleich sehen. Geht jetzt hier in Trainingsmodus. Versucht vielleicht wieder die Kamen-Mushi-Kombo zu probieren. Und dann geht das auch gleich los. Jetzt steht das da ja auch schon richtig. Team Turnabout gegen die Mix-Up-Crew. Alles noch am Beginn hier. Ich müsste das noch erst einrichten, das Layout, und dann geht das auch los. Nee, André, der versucht sich schon mit Roy, den er auch direkt spielen wird. Ja, André spielt sehr, sehr aggressiv, will immer im Face des Gegners sein und das ist natürlich perfekt auf ihn zugeschnitten, wenn er da Roy nimmt. Roy ist wirklich ein Charakter, möchte immer beim Gegner sein und immer perfekt Moves rausklatschen und dann möglichst viel poken und durch die Abwehr des Gegners durchbrechen. Also es ist ein kleiner Rushdown-Charakter, der natürlich mit Pressure in Kombination richtig, richtig böse sein kann. Und da Garnis diesen Spielstil so gut verfolgt, ist das eine gute Kombination. Jetzt geht's auch los. da bin ich dringend wieder Energy im Hintergrund.
Jetzt geht's los. Hier Schulat von Mixup gegen Danis von Team Turnabout. Hier am Anfang. Dann gebe ich ihm scheinbar noch einen Rat. Ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Hallo Stream. Halbwegs, einigermaßen da. Die haben auch teilweise ganz lustige Sachen hier gesagt. Ich werde teilweise still sein. Können wir uns mal zuhören? Ja, 30 Leute. Wenn die irgendeinen Mist sagen, dann rede ich dazwischen. Oder wenn mir irgendwas auffällt. Aber ich werde versuchen, ein bisschen mich zurückzuhalten, nicht so viel zu kommentieren. Hirschlatt gegen Garnis, das heißt We Fit gegen Mega Man, ne? Nein. Mega Man nicht. Das ist die ganz große Frage, ne? Ich weiß nicht, wer danach kommt, wenn Hirsch muss das schaffen. Der schafft das schon. Ja, hoffen wir. Der schafft das schon, ist ja nur Garnis. Also Team Mixup super zuversichtlich. Hat der jetzt extra für uns das dann gewechselt? Wären sie aufmerksam gewesen, hätten sie eben gesehen, dass er im Trainingsmus Räusche ausprobiert hätte. Aber sie waren nicht aufmerksam. Ja, Roy gegen WeFit, ne? Das heißt, er nimmt jetzt Roy und... Sein Roy ist schlimm. Er macht einfach die Melee-Kombos im neuen Game. Müsste auch hinkommen. Oh. Er macht einfach die Melee-Kombos im neuen Game? Hä? So krank, ne? Oh Mann. Ich glaube, das ist richtig. Aber das Matchup scheint ziemlich tough zu sein, weil Roy muss halt immer im Face sein und hier spielt wirklich immer Offstage. Das heißt, Roy muss Offstage kommen und sein Recovery ist wirklich nicht so gut. Wenn Andrei nur einmal unpräzise ist, verliert er direkt den Stock mit Roy. Und ich und David reißen was. Die ganze Zeit passiert. Reißen was. Ich glaube, wir haben einen Kampf. Oh ne, wir haben zwei verloren. Wir haben zwei verloren, aber so keine Ahnung, wie viel. Hier bleibt ein Ledge, muss aber aufpassen. Wenn zu lange ein Ledge bleibt, kann man natürlich dafür gepunished werden. Das Geist hat einfach einen WeFit, der Sonnengruß, ne, der macht so viel Damage und heilt ihn einfach noch. Zwar nur 1%, aber diese 1% kann er mir ausmachen. Ja, das ist in der Tat fies. Also der Sonnengruß ist wirklich gut, das haben sie richtig erkannt. Vor allen Dingen, man kann den so schnell wieder aufladen und dann wieder abhauen und wieder Sonnengruß, wieder heilen. Und den Gegner Damage, Mann. Das ist das gefährlich, weil wie fit, Freunde. Das war ein bisschen knapp, aber es war sehr gut. Der André versucht ja immer den gleichen Read, glaube ich, an Ledge zu kriegen, aber wenn er dann trifft, kann es das schon sein. Also, wie fit ist schon Killprozent. Wenn Roy den richtigen Treffer hier landet, dann war's das. Wenn man den Stock verliert, dann muss ich rum. Achso, dann müssen wir immer wieder hin, weißt du? Ja. Möchtest du was sagen? Es gucken wirklich noch Leute zu. So. Es sind immer noch 30 Leute da. Hallo, mein Name ist Fire, ich hab dicke Eier. Das ist das Team Turnabout. Okay, Fire hat dicke Eier. Ob das stimmt, werden wir noch sehen, denn der spielt bei unserer Crew hier mit. Gegen Nix ab. Das ist ein Captain Falcon Spieler. Ja, hat André ein bisschen Lead. Wie gesagt, wie fit schon lange in Killprozenten gegen Roy. Wir sind. Yes, struggles schon ein bisschen, haut an Smash raus. Sehr unbedacht war. Jetzt schon nervös hier gegen Garnis. Oh, da hat er das Shield gedroppt. Und jetzt konnte er hier direkt den Ball hinterher machen und da holt hier tatsächlich den ersten Stock. Jetzt will André aber den Kill hier haben. Weil ich meine, die anderen alle außer Fire und Sima sind für mich gar kein Problem. Sima ist kein Problem. Was für Gegner? Mix-up gegen Team About. Turn About. Spielen wir. Team About, jo. Keine Ahnung. Fire, Sima und so. Ich glaube Easy und noch ein paar andere. Ich find's witzig, dass sie immer nur mich und Fire erwähnen. Und Janis halt, mehr kennt ihr. Von mir haben sie am meisten Angst. Wegen meinem Campy-Spielstil und so. Man hat schon gehört, viele von Oldenburg und Bremen halt im Norden Deutschlands sind in dieser Crew drinne. Jo, viele lokale Spieler hier halt. Sachen, die man eigentlich vor dem Crew-Battle klären sollte. Ja, ich hab Matthias das alles gesagt, aber er hört ja nie zu, der Spaß. Man merkt schon, die Gegner sind sehr abgesprochen. Zwei oder so? Nein, noch lange. Haben schon innere Konflikte. Scheiße, erst 1 Uhr, wir gehen nach Argon-Regeln. Wir wollten vor einer Stunde anfangen, fangen jetzt erst an. Argon-Regeln. Also eigentlich würden wir jetzt mit der Top 8 anfangen.
Wir auf normalen Argons. Ja, bei, wo, also, das versteht ihr wahrscheinlich nicht. Früher war es immer so, dass man 3 Stocks Argon gespielt hat und Round Robin, dann war das immer erst so um 3 Uhr dann zu Ende mit dem Grand Final. Das hat dann immer ewig gedauert, aber seitdem das immer so früh zu Ende ist, so 10, 11, werden da immer so Jokes drum gemacht. Ey, Argon beginnt doch eigentlich jetzt erst und so. Das ist so ein kleiner Gag. Den wird Argo wohl nie mehr verlieren, obwohl jetzt immer mit 2 Stocks gespielt wird, aber naja. In Gedenken an die schönen 3 Freestock-Zeiten wird man wahrscheinlich immer noch zurückdenken. Diese Joke-Spam. Wir haben einen Spieler mehr, wir haben okay. Halt Mina. Ja, okay. Wir haben halt einen Spieler mehr. Ach nee, sorry, die haben nur einen Spieler mehr, Freunde. Da seht ihr das. Und Garnis hat ganz knapp die Plattform nicht gekriegt. Somit hat Hirsch jetzt hier eine gute Ausgangslage, das noch zu schaffen. Versucht jetzt zu kontern, hat mit einem Angriffs-Get-Up von Hirsch gerechnet, aber hat ihn nicht bekommen. Und jetzt kann Hirsch dieses Momentum nutzen und hier großen Lead aufbauen. Oder Tumbi. Tumbi gegen Sina rein. Weil Sina hasst Tumbi. Und dann ja, ich hasse Tumbi. Habt ihr das gehört? Ich hasse ihn. Und den machst du ja. Dann packen wir Matthias. Das Problem rein. Ist, ich hasse Tumbi nicht. Ja, Tumbi ist cooler ja Dude. Ich hasse nur seinen Charakter ein bisschen. Tumbi. Man sonst kommt Manuel halt rein. Weil bei Tumbi ist das Problem ist. Wenn du da nicht patient genug bist, dann verlierst du. Und hier ist auch SD. Das ist. Feier ist halt der letzte von denen. Richtig gut, ja. Die sagen, ey, warum Estate der? Haben die nicht gesehen, dass Garnis auch schon vorher Estate ist? Das ist übelstes Spaghetti-Match. Deswegen. Wenn ich ihn dann noch einen Stock ziehen sollte, hat Mina halt nur noch 2 am Arsch und dann schaffen wir das ohne Probleme. Dann haben wir gewonnen. Und dann kriegen wir einen Zehner. Dann kriegen sie einen Zehner, wenn sie gewinnen. Erstmal sind die verdammt zuversichtlich, wie ihr das hört. Und zweitens schuldeten die uns doch 10 Euro, weil wir hatten in Essen auch schon mal ein Crew-Battle gegen die gemacht, haben den Zehner nicht bekommen. Nö, Laszlo schuldet mir ganz, ganz viel Money-Match-Geld. Und jetzt verlangen die einen Zehner, wenn überhaupt die gewonnen hätten, dann hätten sie gar nichts gekriegt, weil die uns auch noch einen Zehner sowieso schulden. Entschuldigung, aber will ich nicht. Wir machen Burger-Matches, Alter. Hier, es kämpft echt nur ein Ledge. Es ist richtig schwer, damit Roy was zu kriegen. Das Matchup scheint sehr tough zu sein. Ist auch ein sehr exotisches Matchup. Wann sieht man mal, wie fit gegen Roy, ganz ehrlich. Er springt auf Plattform, macht hier spielt ja Angst, aber er kontert schon wieder mit dem Ball und kriegt wieder das Momentum und konnte sicher zur Stage zurück. Garnis geht für den Air-Dodge-Read, die Item war weg und kriegt diesen Read nicht. Ja. So bin ich gespannt, weil er eigentlich immer hochspringt, weißt du, und ich war daran gewöhnt. Er hat die heilige Nacht und Nacht. Ja, B, genau. Ja, aber ich hatte Schick. Ja, okay, dann. Was für ein Abi? Also Abi. Nein, ja, sein. Ja. Alles even. Beide einmal erst. Das ist ein Mix-Up. Was? Die Abi oder den F-Smash? Beide in Killprozenten. Sollte der? So schmeißt du mich raus. Nein, ich bin drin. Landing up air. Keiner will gegen von Roy. Alter, Roy ist richtig AIDS. Schickten wir Airborne, aber hier geht sofort wieder zurück an Ledge. Nein, wenn Manuel reinkommt, dann kommt Simon und Simon macht mit seinen Projektilen. Wir dürfen nicht so pressure. Manuel gegen Simon spielen. Wir machen das einfach so lange, irgendwann muss ja Simon reinkommen und dann haben wir aber noch Mina oder Tumbi. Wir packen halt Tumbi. Und da hat er den Up-Smash gelandet, ja, und die wollen irgendwie nicht Manuel gegen mich reinschicken, weil das ist ein Pikachu-Spieler. Und Pikachu ist eins meiner besten Matchups. Gewinne ich mit Didi sowieso. Und selbst mit Gendorf gewinne ich gegen die Pikachus. Ja, dann hol mal Tumbi. Sehr gut. Somit haben wir jetzt ein Stock im Vorteil. Garnis muss ich gleich zweimal umbringen. Weil zwei Stocks gegen Hirsch gelassen hat. Hirsch hat aber auch nicht schlecht gespielt. Und das Matchup scheint ziemlich tough zu sein für Roy. Deswegen, good job, Garnis an dieser Stelle. Spiel mal mit Musik. Aber wir müssen immer noch zwei Stocks aufholen. Weil die quasi einen Spieler mehr haben. Da wurde mit dem Air Dodge gemacht, das in der Luft, ne, um zur Seite gegangen, deswegen sein Zeitzwisch, ne? So hat er mich im Turnier gekriegt. Wegen diesem. Du kannst hier kommentieren, wenn du möchtest. Du kannst hier aber Leute hier auch. Du kannst hier aber auch im Stream beleidigen. Man kann den Stream beleidigen.
Ja, kann man. Man kann Damn, ich kann hier auch Leute beleidigen. Ihr seid alle scheiße. Nein, was labern die da? Das war so, sowas von spät. Doch, alle waren mega gehypt, deswegen haben die da so einen Scheiß gelabert. Aber ich find's sehr unterhaltsam. Kann ich alles auch machen, so im wirklichen Turnier, weißt du? Ich bin merkwürdig, Alter. Geh doch mal weg, Mann. Hier, ich mach das. Das Schlimme wird sein, dass sie noch mehr Scheiße labern werden. Wir gucken uns das hier an. Auch falsche Sachen und dann komme ich. Und korrigiere das natürlich hier auf meinem Kanal. Der überlegt, Roy, als Second Senior Army, öfters im Team mitzuspielen als Mega Man. Weil einfach zu viele Mega Man jetzt kennen. Es gab wirklich eine Mega Man Welle. Ja, genau. In Deutschland aber eigentlich nicht. Wen haben wir denn hier als Mega Man? Nur die gleichen, die schon immer Mega Man gespielt haben. Wir haben einmal Garnis und dann Swu. Achso, ja, das kann. Andere sind eigentlich nicht erwähnenswert. Auf was gehen wir denn hin? Was? An Stage. Ich glaube, Battlefield nimmt er ziemlich sicher, wenn das nicht gebannt wurde. Toon, die konnte counterpacken, geht natürlich auf sein Lieblingsstage, die Omega. Battle kann man doch nicht bannen. Wobei, eigentlich mag er Battlefield noch viel mehr. Er mag Battlefield noch mehr. Eigentlich kann der rein. Aber gegen Roy hat er wahrscheinlich sich für Omega entschieden. Omega mag er auf jeden Fall auch, das weiß ich. Willst du was? Nein, tun sie. So, jetzt wird's natürlich tough. 3, 1! Okay, erstmal ganz ehrlich, willst du gegen einen Roy auf Platten spielen? Bist du eigentlich ganz dumm? Ja, okay, das ist schon. Roy's besten Stages sind Platten. Ja, aber Toonbee Stage ist auch einfach. Also Roy. Da hört ihr das, was ich eben auch gesagt habe. Ich kenne Toonbee halt genauso gut wie seine eigene Crew. Ich schon gewusst haben. Nur, das ist Garnis. Garnis spielt nur Omega. Das stimmt auch wiederum. Wenn man mit Garnis friendly spielt und ich sagt, oder von vornherein klärt, ja, wir machen jetzt Competitive Stages, dann wird nur Omega gespielt. Und meistens auch die Mega Man Omega, das ist das Lustige daran. Oder die Xenoblade Omega, das sind die Stages, die Garnis am meisten mag. Weiß nicht, was er mit diesem Downsmash hier erreichen wollte. Er wollte vielleicht zwei Optionen covern, aber der war nicht ganz richtig gespaced, meiner Auffassung nach. Ja, weil Garnis ganz schön mit mehr durch am Stage gekommen ist, Alter. Das wäre fast Meteor gewesen, ne? Wir hätten dann, Alter. Deswegen, ich lieber Tumi spielst du, ne? Tumi spielt so wirklich super gut. Ist jetzt nicht der kämpfigste Toon Link, ja, aber der technischste. Er hat einige Footstool kommen muss auf Lager. Wenn du da nicht aufpasst, bist du direkt im Lock drin und dann hast du super viele Prozente auf einmal da hängen. Muss super safe spielen und nicht viel riskieren gegen ihn. Manchmal lässt er sich aber im Neutral oft treffen und das ist so seine einzige Schwäche quasi, die man da ausnutzen kann. Was willst du denn tun? Da wo Spieler steht. Ja. Ja. Und wenn er lange Zeit nicht den Kill kriegt, dann wird er ein bisschen greedy, aber hier. Natürlich ist er confirmed, der hat er sofort gekriegt und jetzt ist es schon wieder ausgeglichen. Beziehungsweise man kann gar nicht vor Ausgleich reden, ja, denn ja, die warte, führen ja quasi mit 3 Stocks, weil sie einen Mann mehr haben. Sie wollen sie gegen Manuel einsetzen. Aber das werde ich nicht zulassen, ja. Weil wenn Manuel bestimmt nicht gegen Sima reinlässt. Und Manuel wird Sima locker einen Stock ziehen, dann kommst du rein. Ah, er würde mir locker einen Stock ziehen, das ist interessant. Diese Spekulation, obwohl das noch gar nicht stattgefunden hat. Aber ich denke auch, dass er mir einen Stock ziehen würde, bin ich ja ganz ehrlich. Aber einen auch nur, weil Pikachu ist echt eins meiner besten Matchups. So, Garnis, unser erster Mann, ist besiegt. Wer als nächstes reinkam, war glaube ich Piano. Einer der besten Yoshis in Deutschland. Ich glaube, die haben noch einen Yoshi-Spieler gehabt, Onlyfire haben die. Aber Onlyfire ist free für uns. Aha. Das merkt euch mal bitte. Das ist hier Voids, der das gesagt hat. Das ist ihr letzter Mann. Und der hat gesagt, Onlyfire ist free. Merkt euch das. Yoshi. Ja, sag ich doch Yoshi. Warte, die haben noch. Ja, die haben noch den, Onlyfire, Sima und Fire. Hey, wenn wir das nicht gewinnen, sind wir echt dumm. Ja, ehrlich. Was sagst du jetzt? Ja, ehrlich. Wenn sie das nicht gewinnen, sind sie echt dumm. Was wir haben, werden wir Sima. Ja, aber sie sind gut. Ja, aber es ist trotzdem, jeder von denen ist besser als jeder von uns. Musst du schon mal eingestehen. Fire, gar nichts ist gut. Ja, keine Frage, die sind alle gut. David mit dem Real Talk. Du bist so ein Level, Alter. Siege! Wie heißt der nochmal? Ich heiße Sen. S-E-N, wie Sen selber spielt. Also. Und bei auch mit Piano bei Turnabout. Ja, früher hieß der Voids, deswegen ich nenne ihn immer noch Voids. Ich glaube, wir sind zu wenig da und da haben die gefragt, ob die irgendwen nehmen können. Ja. Die haben auch extra, die haben auch Long nicht genommen. Ja, komm, Long.
besieg ich. Freestock ich. Long hat einfach. Long hat gesagt, für was denn? Ja, Kuhn. Long hat gesagt, nee. Ja, hab ich auch gesagt. An meiner Stelle. Der hat heute das Turnier gewonnen, da hat er besseres zu tun, als so ein dummes Duo-Battle zu spielen. Oh mein Gott. Mein fucking Zehner. Mein fucking Zehner. Für Geld, ne? Den man nie gekriegt hat. Wenn, danke, wir Leute. Ihr schuldet uns immer noch einen Zehner. Eine Sache muss ich euch sagen. Wir haben hier im Steamer einen Baum. Ja. Mach es wieder an. Digga, wie er dich gefickt hat. Ja, mein fucking Baum, sein Baum. Digga, hat dich voll gedisst, Alter, ohne Witz. Ja, David ist der Villager im Real Life, deswegen hat er jetzt einen Baum. Der hat er gerade gepflanzt. Mit Daumen B und deswegen ist er da. Also. John B! Grenze die Kamera, war eine dumme Fratze! Tun, wie macht Sirius, grinst nicht. Er ist total fokussiert. Er will das Ding nach Hause bringen. Er muss jetzt auch fokussiert sein, denn er spielt jetzt gegen Piano, einen der besten Yoshis. Allerdings muss man sagen, in Oldenburg, keiner kennt das Toon-Link-Matchup, außer ich, weil ich viel mit Toon-B schon gespielt habe, in Friendlies. Aber er kennt es überhaupt nicht und deswegen geht es jetzt ein bisschen kritisch. Sehr viele Bomben haben bereits schon getroffen. Ja, wenn der Piano auf 1 Stock Projektil bringt, nicht confirm. Weil wenn Manuel reingeht, kommt Sima. Ja, das habe ich im Vorfeld schon gesagt, das war taktisch unklug von mir. Dass ich gegen Manuel auf jeden Fall antreten werde. Ja, weil Nico immer spielt. Ja, okay. Das nicht. Warte, wenn Tumbi Bob dagegen rausfliegt. Tumbi spielt gegen Nico ziemlich oft. Das wäre schon ein Upset, wenn Tumbi das schafft, aber... Wenn Tumbi oft gegen Yikaru spielt, der wahrscheinlich der beste Yoshi in Deutschland ist, wird ja immer gesagt. Aber ich sehe da nicht so viel Unterschied. Von den Results her jetzt nicht mehr. Nur von den Results halt vielleicht. Ja, Hirsch, oder? Dann hat er natürlich das Yoshi-Matchup drauf. Haben sie schon richtig erfasst. Nee, da kann man gleich sprechen. Aber einmal kann man. Und kriegst du den Royal Reed? Denn die Rolle von Yoshi ist ziemlich schlecht. Ich ist einfach weitergelaufen und hat der Upsmash gemacht. Ja, deswegen. Das hat schon gereicht. Weil der Upsmash echt nicht schlecht ist von Toon Link. Wir haben von Anfang an 3 Stocks mehr gehabt. Ja, 17. Nein, 18 ist richtig. 18 ist richtig, 18, 15. Ja, wir haben. Die haben einen verloren, die haben 14 jetzt. Nein, wir aktualisieren das immer nach dem Kampf. Ah, okay. Das ist nach der Runde, sonst ist das voll aufwendig. Voll unnötig. Ich weiß. Ist ja voll unnötig, danke. Hab ich beim Charakter-Battle gemacht. Ja, faul sind sie auch noch. Erst nach dem Kampf aktualisieren. Er kennt das. Spaß, Mann. Ich find's trotzdem cool, wie sie es gemacht haben, das Layout. Sima reinholen, einfach nur um Tumbi rauszuholen. Ja. Weil Tumbi macht dich klar. Wo sind die besser als wir? Sag's mir, wo? Guck's dir an, wo? Sag's nochmal. Die sind gerade weniger schlecht als wir. Die sind schlecht. Schlechter als wir. Außer Sima und Fire. Bitte nicht Onifire, ich bitte nicht. NVM. Schon wieder wird Onifire negativ erwähnt. Wir merken uns das. Für den Moment, wo er dann letzten Endes eingesetzt wird. Und schon wieder wurde ich erwähnt, wie gefährlich ich doch sei. Ich habe schon oft gegen sie mit Gendorf gewonnen und. Wenn man mit Gendorf gewinnt, heißt es schon irgendwas. Nein, einfach, du kennst doch die Hits. Aber ihr kennt ja auch meinen Gendorf. Mein Gendorf ist manchmal ein bisschen savage. Ja, kann man. Sehr gefährlich. Weil Yoshi Aber ihr seht es, Piano kommt überhaupt nicht klar. Auch wenn er ein richtig guter Yoshi ist, richtig viel Stuff mit Yoshi kann. Das Tooling-Matchup kann man nicht einfach so. Ich hatte einen Sieg. Man muss das schon mal gespielt haben. Einen Sieg. Und das hat er nicht. Das war der gegen mich gespielt wurde, weil ich 1-2 gegen ihn gespielt habe. Ich habe mit Ness gegen ihn gewonnen. Mit Ness. Mit Ness. Ness ist ja so ein schlechter Charakter. Bam, gefickt. So krieg ich den Yoshi. Nein, das ist der Yoshi ist die Einmonster. Wir haben schon wieder einen Killprozent. Nein, eine Bombe. Irgendein Aerial oder so. Könnt ihr es wahrscheinlich schon. Gewiss, aber ihr kriegt schon wieder den verdammten Upsmash. Oh mein Gott. Natürlich führen wir. Die Upsmash Reads hat Tumbi auch gut drauf. Ich sag doch, meistens predicted er immer eine Backroll. Und die sitzen dann auch die Reads. Deswegen rolle ich eigentlich nie nach hinten, wenn ich gegen Tumbi spiele, weil dann vermeide ich diese Upsmashes. Das ging ja schon wieder für den Upsmash. Gegen Sima? Ja, man merkt es einfach. David, ich weiß, wann er durch die Projektilwall durch kann. Wo ist nein?
Piano aber sehr am struggeln hier ganz mit Toon Links Projektil. Er schafft zwei Stocks von Sima ohne Probleme. Das können wir schon sagen. Doch. Doch, weil, da, weil beim letzten Stock haut Sima auch kacke. Ja, alle meine drei. Wenn Tommy müsste, das wäre gut, wenn er es mit zwei Stocks schafft. Er hat fast Full Rage, also er müsste es eigentlich. Eins, zwei, zwei Spiele. Okay. Was heißt das? Was soll es denn heißen? Er hat Full Rage, der müsste das schaffen. Das heißt überhaupt nichts. Er ist in Killprozenten ein Treffer und das war's. Dann ist es kein Two-Stock. Und da ist es schon passiert. Ich glaube nicht. Die haben Besseres zu tun, als um 2 Uhr morgens irgendwelche Random-Streams zu schauen. Was für Random? Das ist Teamabout. Turnabout ist das. Das ist Random. Das ist Turnabout, das ist nicht Random. Ja, das Lustige ist, die Crew kannte wirklich keiner bis dato. Aber wir haben die quasi mal geheim gehalten, das war nichts Offizielles. Und ich meine jetzt, weil du meinst, die würden uns ja nicht zuschauen. Na gut, in Essen hatten wir halt auch schon Crew-Battle, was wir halt gewonnen haben. Und die schulden uns immer noch einen Zehner. Er muss trotzdem total safe jetzt gerade spielen. Bei Yoshi macht eine Kombo. Yoshis Roll ist halt so schlecht. Kann man echt nicht gut benutzen, um die Projektile zu umgehen. Wir haben das jetzt hier mehrfach gesehen in diesem Fight. Aber Tumbi fängt seine Bombe. Mina möchte direkt erneut. Weil Fire kommt als letztes und Fire ist aggressiv und sie stallt ihn einfach komplett aus. Die hat doch so einen Free-Flash. Das reicht aber noch. Nicht. Backthrow ist einer der stärksten Backthrows im Spiel. Ich glaube, der drittstärkste nach Villager und natürlich Ness. Muss Piano auf jeden Fall aufpassen. Er hätte fast den Air-Dodge-Read gehabt. Aber Piano hat gut weggedeilt. Deswegen war das eine gute Sache. Aber trotzdem muss er noch richtig lang kämpfen, bis Toon Link bzw. Toon Bee in Kill-Prozenten ist. Und Yoshi ist bereits schon in Kill-Prozenten und kann bald besiegt sein. Und da ist schon wieder der Upsmash. Dreimal Upsmash. Seals the game. Toon Bee schon 4 Stocks jetzt gezogen. Kann ihn überhaupt noch einer stoppen? Hirsch, wir ficken. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht Manuel am Anfang da reinholen. Ja, verständlich. Nicht mehr Piano. Ja, boah, Junge, wie provokant du bist, Alter. Das liebe ich an dir, der ist so ein provokantes Arschloch, ne? Die sind so wahnsinnig, ey. Diese Crew, die ist so genial. Also ich spiele gerne mit denen. Kommt jetzt rein. Mach mal auf die Kamera für die Spieler, bitte. Ist immer lustig. Vor allen Dingen, die sind so self-confident. Haben noch nie gegen uns gewonnen. Da wollen wir nicht bei Piano so richtig. Aber Toon Bee geht schon gut ab. Also, wer ist der nächste? Wenn er jetzt noch mehrere Stocks zieht, dann wird es ganz, ganz eklig. Einer muss ihn aufhalten können. Er schafft ihn vielleicht. Fun Fact: Piano ist ja echt ein bekannter Yoshi, ne, in Deutschland. Es ist ja auch November. Und Toon Bee kannte den aber trotzdem nicht. Er hat gedacht, es ist irgend so ein random Yoshi. Und deswegen war er nicht am Choken, deswegen war er nicht nervös. Weil normalerweise ist Toon Bee so, wenn er einen Spieler kennt und weiß, dass der was drauf hat, dann fängt er an zu choken und macht irgendwelche dummen Sachen. Und das war jetzt nicht der Fall. Und jetzt hat er es auch geschafft, einen guten Spieler zu besiegen. Auch wenn Piano das Matchup nicht kannte. Das habe ich Ihnen auch schon mal gesagt. Er soll nicht immer so schnell nervös werden, dann würde er viel mehr consistent spielen. Ich spiele zwar auch nicht mal consistent, ja, man sieht dein Finger, aber wenn ich on point bin, dann kann ich auch richtig gut sein. Und er auch. Du musst doch einfach wissen von Schatten. Er ist noch mehr inconsistent als ich. Das heißt schon was. Jetzt packen sie mich da einfach rein, obwohl noch keiner gesagt hat, dass ich als nächstes spielen werde. Das ist so dumm. Habe ich die Kamera nicht gerade hingestellt? Sensei und David der Goliath, Alter. Mach mal David, kannst du David Adonis hinschreiben? Kamera, was? Weil Adonis hat ja den Traumkörper. Kennst du Adonis nicht? Ja doch, aber okay. Ja, David Adonis, ich bin Sensei. Wie random war das denn? Ey, kannst du Adonis hinschreiben? Der hat doch den Traumkörper. Charakter Screen. Also Mark, Zen, ich bin den Körper von Tadavid? Bahnt sich da etwa was an? Lassen wir das mal so stehen und lassen wir dies unkommentiert. Du bist die Flasche. Du bist die Flasche. Aber Teams war ja wirklich halt gut, ne? Ja.
also, schade, dass ich schon einen festen Teammate habe. Ja, wenn er nicht kommt, können wir ja machen. Ich habe keinen festen Teammate. Tun wie am Chatten am Handy. Schreibt, wie er gerade abgeht. Hat die Emanuel seinen dritten Super Saiyajin-Modus erreicht hat. Emanuel kann man richtig. Seine Kraft über 9000 ist. Nein, du musst jetzt Meister, mach den Time aus, bitte, weil ich Timeout gerne meine Gegner in Turnieren. Weil es ist halt ein guter Weg zu spielen. Weil so bleibt man immer safe, wenn man nichts riskiert. Und einfach nur langsam und gemächlich Damage aufbaut, ist man immer safe und kann so auch gewinnen, wenn man den Geduldsfaden halt hat. Und den habe ich. Deswegen bin ich bekannt als der deutsche Timeout, deswegen machen die als Gag da bitte. Mach den Timer aus. Weil die mir zutrauen, dass ich tatsächlich hier 90 Minuten rumstehe und durch den Timeout hier den Gegner in Cruise besiege. Das war nicht jetzt haben wir schon einmal gedisst. Möglich ist meiner Auffassung nach. Also selbst ich schaffe das nicht, 90 Minuten da rumzukämpfen. Mach die Kamera, David. Ja. Das wäre auch langweilig. Ja, ey. Wieso will der nicht gegen mich? Hä, wenn Sima... Los, Sima! Hä, vor allen Dingen... Warte, wir werden David erst einlösen, wenn Sima drin ist. Die können so lange... Der muss halt irgendwann drin sein. Macht der... Solange die führen. Ich bin ja ein kleiner Stratege, ne? Sima hat Angst. Die... Sima, guck mal auf den Screen! Ja, ich hab extra nicht hingehört. Feier. Alter. Die haben jetzt tatsächlich vermutet, dass ich Angst gegen Tombi habe. Oder dass ich noch nicht reingehen möchte. Das ist aber alles Bullshit. Ich bin ja ein kleiner Stratege. Ich habe schon so oft mit Tombi gespielt. Somit kennt er mich. Und das ist ein kleiner Vorteil für ihn. Ich kenne ihn zwar auch, aber... Und wer kommt dann rein? Ja. So ist die Chance halt hoch, dass er mir wenigstens einen Stock gezogen hätte. Und deswegen wollte ich das noch hinauszuhören und noch nicht da gegen ihn antreten. Außerdem wollte ich ja noch zurückbleiben für den Pikachu-Spieler. Danach kommt Manuel, dann kommt Sima, wie Manuel, dann kommt er. Das war der Gedanke dahinter. Jetzt kommt hier Ron rein. Feier. Der schnellste Falcon in Deutschland, so ungefähr. Nein, sag. Spielt einen Hot and Cold Falcon. Mal geht er aggressiv rein und mal bleibt er stehen und wartet auf seine Gelegenheit. Ja, sag er so einfach. Runterziehen vor allem. Mit Extend Dash Dance und Suppling Moves will er manchmal den Gegner dazu baiten, was unsafe ist zu machen und dann genau dann schlägt er zu und das ist seine Stärke auf jeden Fall. Mal gucken, wie er sich jetzt hier gegen Tombi anstellen wird. Ich weiß auch nicht, was dieser Vor-Merkur-Tech soll. Das kann ich euch leider nicht sagen, was Tombi damit bezwecken möchte. Kann er ja vielleicht in die Kommentare schreiben oder mir mal privat mitteilen, dann kann ich das irgendwie euch irgendwann mal sagen. Ich weiß nicht, was es dieser Tag soll. Diesen Insider kenne ich nicht. Natürlich kann man alles ändern. Ja. Ist auch eine sehr interessante Warm-Up-Stage hier, Luigi's Mansion. Fakt ist, wir haben 4 Stocks aufzuholen. Das ist krass. Ich liebe diesen Mann. 4 Stocks, da muss echt Wunder geschehen. Da brauchst du nichts zu ändern. Und das Wunder soll also Feier sein? Kann er Tombi jetzt schlagen? Seine Siegesserie stoppen? Es ist nur noch ein Stock. Aber er will natürlich nicht zulassen, dass er auch ein Stock verliert. Er will natürlich mit 3 Stocks jetzt hier fertig machen. Tombi muss sich zweimal umbringen. Er tauntet noch, ey. Das ist Feier. 3, 2, 1, los. 1, los! Und da geht das auch schon los. Und das Matchup ist auf jeden Fall echt tough. Weißt du warum? Weil Falcon muss echt immer die perfekte Gelegenheit finden, um durch die Projektile durchzukommen. Wenn er 1 noch zieht, kann sogar Manuel das schaffen. Er kennt das Match aber ein bisschen von Kugai. Da waren diese krassen Tombi-Kombos, die ich angesprochen habe. Wenn du einen Fehler machst, dann bist du in diesen Sachen drin, ne? Nein, nicht Cloud spielen. Ich wollte schon sagen, ja, bei dir weiß man nicht, Alter, der gammelt dich dann mit. Nein, bei Manuel weiß man nicht. Ja, okay. Ganondorf! Nein, Mann. Nein, Manuel. Was, da wollte wer Ganondorf spielen? Ja, okay. Was labern die? Auf jeden Fall, man merkt es, Ron sucht da wirklich die Gelegenheit, durch diese Projektile durchzukommen. Es ist
wie gesagt, super schwer, das habe ich ja schon angesprochen. Er wartet quasi die ganze Zeit auf irgendeinen Fehler. Und da war Down Throw ins Knie. Hat aber nicht gekillt bei dem Prozent und da macht er den Stomp. Ganz tief, ganz elegant. Richtig vernichtet. Schreib jetzt oben was mit dem Knie. Das sind so richtig heftige Stomps, ey. Habe ich ihn auch für abgefeiert. Mach mal Kamera auf. Abgefeiert, versteht ihr? Gefeiert, weil er ist feier. Okay, ich lasse diese Witze. Sima ist auch noch da und Onlyfire. Ist auch mal ganz sweet, wie die manchmal Onlyfire nennen, obwohl er Onlyfire heißt. Manuel ist Bayonetta, Alter. Manuel macht Cosplay Bayonetta. Er sieht echt so ein bisschen so aus wie Bayonetta 2, ne? Gibt's so, ne? Das Lustige ist ja, er spielt Pikachu und jetzt der Fire, das schwierigste Matchup für Captain Falcon machen. Falcon gegen Pikachu ist ungefähr 80-20, weil der Dash Grab kriegt Pikachu manchmal nicht. Und Falcon hat da wirklich Schwierigkeiten, Pikachu zu kommen, wurde offstage wieder auch von Pikachu zerstört. In jeder Hinsicht struggled Captain Falcon gegen Pikachu. Fire! Und er darf seinen Charakter auch nicht wechseln, weil Fire. Er, er will gegen Pikachu immer Ganondorf spielen. Weil Ganondorf ist in der Tat ein bisschen besser gegen Pikachu als Captain Falcon. Manuel! Aber er darf jetzt nicht wechseln. In Cruise ist es nicht erlaubt, den Charakter Mongo! Zu wechseln. Schrei doch nicht immer ins Guck mal auf deinen Namen! Fire hat keine Eier, steht da jetzt. Das hat Hirsch gemacht! War klar, dass es von Hirsch kam. Für alle Zuschauer, typischer Hirschwitz. Ja. Fire hat keine Eier. Aber das Krasse ist halt. Fire, guck mal dein Name! Ey, sie ist dein fucking Name. Kann ich nicht gegen den Pikachu-Spieler spielen. Scheiß doch nur. Du. Und es sieht schlecht aus für. Mach mal Game an! Fire. Ist ja jetzt alles Stocks verliert, weil das Matchup ehemals so krass ist. In dem Fall müsste ich dann reingeschickt werden und dann Pikachu besiegen. Dann können sie aber den Villager gegen mich schicken, nämlich da David. Und das Matchup ist dann wieder für Didi scheiße. Das ist jetzt hier gerade die Problematik, die hier herrscht. Weil Villager gegen Diddy Kong ist halt kacke, weil der Villager Diddy die ganze Zeit die Banane wegnehmen kann. Und dann stehst du da. Was habe ich da gerade im Hintergrund gemacht? Ein Falcon Punch oder was? Es gibt einen Chat. Das Lustige ist, die machen schon wieder Warm-up auf so einer interessanten Stage. Du brauchst nichts machen, aber du hast ohne Witz aus dem Yoshi so ausgestorben. Die sollten mal langsam richtig beginnen. Du hast den Yoshi ausgestorben, der noch seine mitgenommen, ohne Witz, Alter. Junge, der Mensch, der. Ich hab Yoshi mit, ich hab Oh, Mina. Hast du Mina schon hier reingeschaut? Dann mach ich das raus. Ja, Mina, Yoshi wird auch noch kommen, ist noch ein Toon Link. Sie spielt Toon Link sehr projektillastig. Sie versucht halt eine Wand aufzubauen, wo man gar nicht durch kann. Das ist schon ein interessanter Spielstil. Kannst, ey, Tommy, du kannst in Ich-Spiele kommentieren. Da hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit. Alter, mach ich. David mit seinem Cringe-Face da eben. Er hat zurückgemacht. Das war nur dich. Mach jetzt mal mich an, bitte. Ich mach Show Me Your Moves im Hintergrund, okay. Ich hab Peter Manuel in meinen. Okay, mach jetzt auf. Spiel. Das Spiel geht los. Manuel Fire, wenn Manuel sich nicht. Der Freier mit Kampf. Electrify Battlefield genommen. Das ist aber auch Fires Lieblingsstage. Deswegen muss er da ein bisschen aufpassen. Aber es ist natürlich immer noch Pikachu gegen Captain Fell. Also schauen wir uns das an. Wie sich hier schlagen. Jab ist wahrscheinlich das einzige Mittel, um Pikachu ein bisschen in Griff zu haben. Versucht er irgendwelche Landing ab erst zu kriegen. Wenn Manuel in meinem Turnier nicht immer so sacken würde, wäre er locker einer. Also jetzt nach Mina natürlich, ne? Weil Mina sackt nie. Mina. Mina ist jetzt, würde ich sagen. Ja, Tumbi ist aber auch gut, Leute. Ja. Sen sagt die ganze Zeit irgendwie. Nur jetzt der könnte locker der zweitbeste sein oder so. Aber Junge, Tumbi hat eben fucking 4 Stocks gezogen, Mann. Der Typ ist gut.
Ja. Also. Okay, Hirsch, dann bist du doch der Beste. Volle Results. Danach. Danach. Hier mit Mina. Ja. Und danach Tumbi. Ich würde schon sagen, Mina über uns ein bisschen. Stimmt, Mina hat eine Runde. Aber wir sind öfters auf diesen Runden auf dem Weekly. Vergleichen ihre Penisse gerade mit Results. Mina wohl die besten Results hat, danach hier stand Tumbi. Ja. Aha. Ich bin gegen Sir John abgeschossen. Na, ich habe vier Runden dort noch gespielt. Aber Mina gewinnt Doubles. Und Dreier. Das krasse ist, Fire hat hier den Read gehabt. Er ist gesprungen. Und diese Short-Offs kann man gut mit der SIP von Captain Falcon abfangen. Ist auch eine der wenigen Sachen, die man dann tatsächlich mal gegen Pikachu verwenden kann. Die ja auch consistent sind, wenn man das readet. Und sehr rewarding sind, weil das killt super früh. Pikachu ist jetzt auch der schwierigste Charakter. Auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Er kennt auf jeden Fall sein Stuff mit Pikachu. Hat auch sehr gute Setups drauf. Nur, wie die eben schon bei Mix-Up-Crew gesagt haben, er hat manchmal Probleme, konsistent zu sein. Und das ist so sein Problem. Und Manuel, Mann, der hat im ersten Quartal 45 Fehlstunden. Im ersten Quartal, Mann, nur für Smash. Ja, macht das mal nicht nach, ne? Freunde, spielt nicht so viel Smash und schwänzt nicht deswegen die Schule. Kinder, geht zur Schule, ist wichtig. Genau. Sonst landet ihr wie ihr, wie wir hier in diesem Irrenhaus. Ist so. Genau. Merkt euch das. Kommt nie nach Neuss. Denn da ist das Irrenhaus des Smashes. Ohne Witz, wie die Leute hier stehen. Boah, Junge, als im Sommer ist hier. Das ging gar nicht. Da war unten eine schöne Zerrung. Und so, richtig schön kühl. Da wollte der Jab to F Smash malen. Das ist ein schönes Mix-Up von Fire. Aber hat nicht ganz funktioniert. Weil er direkt geschillt hat, aber das Sheep Pressure war gut. Hier, Quick Attack to Grab. Sehr geiles Setup von Manuel. Versucht hier einen Smash zu landen. Wird Fire ein bisschen greedy, weil der Smash hätte auf jeden Fall gekillt. Back Air Spacing ist wahrscheinlich so das A und O gegen Pikachu, wobei das auch schwierig ist, weil der eben mal so klein ist. Immer konsistent die Backairs richtig zu spacen, ist halt eine kleine Challenge. Aber viel mehr als Side B und Backair kann man wohl da scheinbar nicht machen. Jetzt versucht er aber wirklich zu oft die Side B zu landen. Hat er jetzt auch wieder sein lassen und jetzt ist es quasi wieder zurück in Neutral. Kleiner Lead hier für Fire. Was ziemlich bemerkenswert ist für diese schlechte Matchups. Er schlägt sich auf jeden Fall gut. Benutzt den Grab Release, um vielleicht zu kriegen offstage, aber Fire direkt darauf reagiert und somit hat sein Plan nicht funktioniert. Versucht hier mit den Nair offstage zu kriegen und direkt zu töten und kriegt den Donner Spike und Fire Attack das. Krasser Attack. Und er fischt schon wieder die Side Beast. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, warum er es gemacht hat. Er hat versucht, hier eine Quick Attack abzufangen, weil die Quick Attack hat keine Priorität über der Side B. Side B wird immer durchkommen und Pikachu dann töten. Insofern, ganz gut gemacht. Von Fire. Hier als Let's Get Up. Zweimal Neutral Air, eine Up-Air, das war einfach nur sick stuff. Ja, aber jetzt fängt er es richtig an, weil. Cancelt da den Felden Kick, ging aber wieder zurück und das hat Manuel gereadet und konnte sofort der Up-Smash landen, weil Fire, glaube ich, auch keinen Jumps mehr hatte. Deswegen ist das sein Todesurteil gewesen. Er hat quasi Death Note ausgeschrieben. Er wäre weiter, er hätte gegen Moltrich gewonnen, Alter. Aber dann ist Manu benutzt Bidu, Alter, und fickt. Kinder lernt nicht Bidu, ist scheiße. Na, Bidu mag ich auch nicht, aber gebe ich David recht. Halt's Maul, Alter, du spielst eine komische Steuerung. Du schaffst es halt nicht. Ja, aber ich gegen Super Steel. Doch. Ey, die haben danach nur noch Sima und Onlyfire, ne? Habt ihr es gehört? Die haben drei. Nein, die machen David erstmal fertig, weil er gegen meinen Didi immer verliert. Ja, ich schaff's gegen alle Didis, nur nicht Simas Didi. Aber insofern hat er recht gehabt, weil da war so ein amerikanischer Diddy Kong Spieler drin und der hat er besiegt. Nein, es war nicht Zero, lol. Drei. Lasst es hier. Jab to Side B. Nice Mix-Up. Das ist, glaube ich, auch mehr consistent als Jab to F-Smash, was Fire vorher versucht hatte. Und er hat tatsächlich dieses unschaffbare Matchup gewonnen. Aber natürlich zwei Stocks verloren, was aber total legit ist, weil das ist immer noch Captain Falcon gegen Pikachu. Jetzt hat Fire noch einen Stock. Mal gucken, was er daraus macht.
wenn Honk jetzt wirklich nicht dumm spielt. Wie viele Stocks er noch ziehen kann mit Falcon. Honk muss er jetzt nur besiegen, ohne Stock zu verlieren. Mal gucken, ob sie ihm er kann einen Stock ruhig seine Moves zeigen. Denn sie brauchen jetzt ordentlich genau, Moves, um Fire hier zu stoppen. Wenn der Falcon, der erstmal im Rennen ist, dann kann ihn nichts mehr aufhalten. Schreib mal Vix Kiosk oder so. Dann ist irgendwas Fire on Fire, wisst ihr? Oh Mann. Bitte nicht der Ray. Jetzt hier Absol als nächsten Gegner. Sieht jetzt aus wie eine ganz hässliche den die immer Honk genannt haben, falls ihr es schon rausgehört habt. Gene kann man nicht verhindern. Warum die ihn auch immer Honk nennen. Spielt Quajutsu, hat früher Zero Suit gespielt. Damit dieser Gestank. Und Ryu. Und seitdem er Quajutsu jetzt angefangen hat, finde ich ihn viel stärker als früher. Das war die gute Entscheidung, den Main zu wechseln. Also Absol, falls du es siehst, gute Entscheidung. Spiel nicht mehr Zero Suit und Ryu. Investier die Zeit in den Frosch, das wird was. So, Quajutsu gegen Captain Falcon. Ich denke, das Matchup ist auch für den Frosch. Weil Captain Falcon so krass von ihm gekombot wird und auch gegimpt werden kann. Oder weggespült werden kann mit der API halt. Was war das denn? Down Tilt to F-Smash. Richtig krasser Stuff hier von Absol. Richtig gut gemacht. Versuchten hier auszukämpfen mit den Water Shurikens. Fire findet hier nicht so ganz das Opening. Mit Jab ein bisschen langsam Prozente aufzubauen. Die Water Shurikens können auch echt nervig sein. Up Tilt to Up Air. Oh! Und das killt! Oh! Honk hat rasiert! Das hat wirklich nur gekillt, weil er die Stage gut ausgewählt hat, denn Town City kann richtig gut sein für Frosch, weil solche Sachen dann möglich sind. Honk ist gut, wenn sie sich dumm anstellen würde. Das heißt, Fire hat letzten Endes nur 3 Stocks gezogen, aber das waren halt. Nee, es waren 4 Stocks. Toon Bee auch noch. Insofern hat er einen guten Job gemacht und vor allen Dingen 3 Stocks von Pikachu gezogen mit Falcon. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt komme ich hier ran. Muss gegen Absol, gegen den Frosch spielen. Gegen Eddies Frosch habe ich immer so meine Probleme, weil Eddie wirklich ultra patient bleibt. Ich habe Eddie schon letztens auf die Schulter geklopft und gesagt, Alter, du hast die Geduldsprobe bestanden. Er kann auch even mit weil Eddie echt ist theoretisch gut. Niemals wenn wir nicht so scheiße schlecht werden. Sich Mach nervös den. Machen lässt von meinem Campy-Spielstil. Also, Sima! Shoutout an Eddie. Sima! Dein Name! Dein Name, Mann! Auf dem Bildschirm! Jetzt hör auf, Hörung zu schreien. Ich hab mich da nicht vor allem schüchtern lassen, was die da immer sagen wollten mit den Timeouts und so, aber... Blub. Joa. Ich wollte halt genau wie Toon Bee richtig Fokus sein, auf das Crew Battle mein Bestes geben. Vielleicht spielt sie mal auch Sonic. Jo, erstmal meine Steuer musste ich ja machen. Der hat einen Campy Sonic, ne? Ja, aber nein. Es könnte sein, dass er vielleicht Sonic nimmt. Er spielt einfach Ganondorf. Hashtag die Ma. Die kennen alle meine Chars, Campy Sonic, Campy Didi oder Ganondorf. Oh, ich hab nur das Licht verloren! Ja, auf Darkhand. Hä, da könnt. Das ist voll dumm. Wenn Honk ihn auf den Baum bekommt, ist er. Okay, mach das Spiel. Ich habe natürlich Darkhand gewählt. Das ist meine beste Stage. Ich fühle mich hier am wohlsten. Ja, das heißt, du bist als nächstes dann, ne? Die Sicht bleibt immer gleich. Ich kann das gesamte Geschehen im Auge behalten. Dann haben, wen haben wir da? Und das ist genau meins. Mal gucken, was sie über mich noch alles zu sagen. Ja, jetzt nur noch David, mich und Mina. Aber Only Fire ist free. Only Fire is Free, das ist das dritte Mal erwähnt. Wir behalten das im Hinterkopf. Weißt du warum? Die sparen sich Only Fire auf, weil Only Fire hat gesagt, er möchte unbedingt gegen mich spielen. Ich hab noch nicht meinen Stock gegen ihn verloren. Nicht meinen Stock los. Ja, dann verliere ich auch wieder keinen. Das ist Bowser. Easy. Ich spiel gegen den Sheik, weil er mein Schild. Am Anfang nicht so auf die Water Shurikens klarkommen. Ich hätte mit Abi in die Shurikens reinfliegen sollen, das Jetpack engeln sollen und das dann immer als Trade benutzen sollen. Water Shuriken in Abi rein traden. Das wäre das Beste gewesen. Ich wollte es möglichst safe zu Ende spielen und deswegen habe ich mich nicht dafür entschieden. Aber ich hätte es wenigstens einmal versuchen sollen, dass der nicht so reckless damit rumspammt. Nee,
Kannst hat hier jetzt ein Lied aufgebaut. Wie gesagt, ich habe Probleme mit den Shurikens gehabt. Und dann kommen die Themen weiter. Da wollte ich es mal versuchen, das zu trainen. Aber ja, nicht funktioniert, weil er in dem Moment natürlich kein Shuriken geschmissen hat. Egal, ob Honk jetzt gewinnen sollte oder nicht. Ob Honk gewinnen sollte oder nicht, er hat noch nie gegen mich gewonnen. Und jetzt haben wir diese Behauptung. Du musst nicht so labern. Aber das weg, den haben wir auch. Frosch ist auf jeden Fall ziemlich scary gewesen. Sag doch, Honk ist richtig gut, wenn er sich anstrengt. Ja. Ja, wenn er sich anstrengt, wie gesagt. Er ist halt wie Manuel, beide sacken im Pool. Ich aber Junge, der spielt gerade eben gegen Sima. Das ist krass für ihn. Das ist eigentlich krass für jeden. Ja, er sackt dir. Der Manuel und Honk sacken halt nur im Turnier. Da hätte ich Perfect Pivots Downtilt in Up Smash machen sollen. Hab ich aber nicht gemacht. Bei der letzten Argon auch noch. Ich sack außerhalb des Turniers und im Turnier sack ich nicht. Also heute mal. Das sind Killprozenten, Down-Tilt, Up-Smash müsste schon den Job beenden. Schreib das! Sag ihm mal halt die Schnauze. Der hört dich doch. Tobi, halt die Fresse. Ich kenn den, das ist mein alter Clan-Leader. Und das war's, ich sag dir, Down-Tilt, Up-Smash. Jetzt ist Sima Campy. Du magst Sima Campy nicht, ne? Du magst Sima Campy nicht, ne? Also ein Timeout kannst du nicht werden. Die haben echt die Zeit ausgestellt, sehe ich gerade. Nur weil ich's bin. Ohne Zeit Timeout. LOL, das sehe ich jetzt das erste Mal. Boah, so ekelhaft. Ich finde Simas Didi so seltsam, ne? Irgendwie gut, aber irgendwie seltsam. Ja, das ist wie mit Oik Sheik oder was das war. Oik Sheik ist richtig krank, ne? Ja, mein Didi ist wie Oik Sheik, gut zu wissen. So lerne ich wieder was über mich selbst, was ich noch nicht wusste. Sollen das Spiel kommentieren? Ja. Junge, Jack ihn weg, Honk. Junge, Honk, bleib stabil. Sima ist ein Hurensohn. Fakt ist, ich bin ein Hurensohn. Weil ich alle Gegner auskämpfe und keiner von denen weiß, was man gegen mich machen soll. Das ist so witzig. Honk will echt einen Stachel weg haben. Hier ist Wasser. Hier, da wurde nur ein Gläser eingeschüttet. Tumbi hat es richtig erfasst. Also, Tumbi sagt echt sehr viele sinnvolle Sachen. Mindestens im Gegensatz zu manchen anderen Stocks Leuten. Dann ein Stock aber auch die nicht sinnvollen Sachen sind sehr unterhaltsam, also von daher erfüllen beide ihren Job. Da hat das nicht ganz geklappt zu trainen. Ja, der absolut war. Auf jeden Fall, was Tobi gesagt hat, ist halt wahr. Er wird ziemlich greedy. Full Rage, da nehme ich gerade Profit von. Es ist so ein ekelhafter Job. Er kriegt die Kill nicht. Er kann zwar wieder mit Shurikens was aufbauen. Da war ich zu unsafe. Ich wollte wieder reintrainen in den Shuriken. Aber hätte es bei diesem Prozent nicht mehr machen dürfen, weil der Dashgrip von Frosch so gut ist, dass er mich dann wieder abfangen kann. Ich kann das nämlich nicht, wenn im Hintergrund welche schreien. Hä? Beim Spielen entweder Anime-Openings, Midlays oder halt so Musik, die sich auch zum Kämpfen zeigen, weißt du, so nicht Gesang oder sowas. So, einfach nur so Melodie. Ich immer beim Zocken, das hilft mir total. Das entspannt mich auch total einfach. Anime-Openings bei Smashen, das lenkt doch voll ab. Nice. Na, jeden das sein. Warum kommt jetzt wieder rein? Kommt schon wieder rein. Er braucht nur so ein, zwei Stocks, um auf eine Strategie klarzukommen. Außer auf eine Strategie klarzukommen. Er war es andersrum. Also, ich brauche immer ein bisschen, um auf den Gegner klarzukommen. Das nennt man Adapting. Ich muss erstmal wissen, was ich gegen die Shurikens machen soll. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich es raus. Wenn es einfach weiter Patient spielt, dann kann er noch einen Stock ziehen. Das wäre das Wichtigste. Einfach gedacht, du riskierst jetzt nichts mehr, er muss approachen. Weil er halt nicht möchte, dass er einen Stock verliert, weil mit zwei Stocks könnte er gegen David wirklich noch was rein. Ab diesem Zeitpunkt habe ich ihn einfach nur rushdowned. Bin reingegangen. Mit diesem Wechsel des Spiels jetzt kam er nicht klar und ich konnte 3% aufbauen. Also eigentlich nach Sima haben wir eigentlich so gut wie fast gewonnen. Wenn wir uns nicht dumm machen. Also wenn wir uns nicht dumm machen, wir haben ja noch Mina und mich. Und ja klar, Mina wird eh alles retten. Ich mach Onlyfire dann weg, Bowser. Oh nice. Also das vierte Mal hat er Onlyfire erwähnt, dass er ihn locker besiegen wird. Wenn jetzt doch, wenn jetzt irgend so eine. Lass mal so stehen. Kriegt. Letztens hat er gegen mich geschafft. Ich weiß, gegen mich hat er die einmal hingekommen. Den Einzel schaffst du noch! Die Fähre war echt fies gemacht. Let's go, Honk! War schon gut gesetzt von ihm. Banane. Und er wirft sie weg. Sowas mag ich. Zum Glück war ich noch nicht in Killprozenten. Geht eigentlich immer direkt zur Banane. Ja, weil die halt auf nichts anderes wirklich comboen kann. Das stimmt nicht, Tumbi. Ja, manchmal ziehe ich extra eine Banane, dann will ich die nicht holen. Und dann mache ich eine Fair rein, weil ich predicte, dass der Gegner die Banane holen will. Und dann kriege ich eine Free Fair
und die Banane und wahrscheinlich ein weiteres Follow-up. Er muss die Banane da wegbekommen. Na, Toonbeam mich nicht richtig durchschaut. Das könnte killen. Reicht aber nicht. Weil wir ihn echt wegjanken, ne? Das ist voll witzig, ja, wenn die was über einen erzählen und manche Sachen gar nicht stimmen. Sie mal spielen. Und auf Zeitbeam. In das Zeitbeam in der Luft. Ein Abfall würde tot. Das killt. Nein, schade. Aber ein echt ja, schön gespielt. Solider Two-Stock hier. Dave, geh rein. Zum Glück nicht noch einen verloren. Mit einem Stock gegen drei zu kämpfen, ist immer eine scheiß Ausgangsposition. Da habe ich, glaube ich, das gesagt, was ich eben auch gesagt habe. War auch krass mit den Schulrikens und so. Bin ich nicht so drauf klargekommen und so. Dann haben wir sie mal weg und dann haben wir gewonnen. Ja. Wenn sie mal weg ist, haben wir gewonnen. Ist keine realistische Gewurst, haben wir gewonnen. Weil Fire, Only Fire, mach ich so fertig. Ne? Wie predicted kam David rein, der Villager. Das Match ist wirklich kein Star für Didi. Muss noch safer spielen, noch campiger spielen als ohnehin schon. Weil man gar keine Optionen hat. Sobald man in Luft ist, kriegt man Slingshot ab. Ist der gut? Sobald die Banane weg ist, ja, aber wir haben eben Mina. Fehlen jegliche Optionen quasi. Man hat wirklich Probleme, dann den zu treffen. Das heißt, man muss immer hinter ihnen da rollen oder da Downtilt absmashen oder Downtilt in irgendwelche anderen kommen muss. Viele Möglichkeiten hat man nicht. Oder man kriegt einen Ending-Lag mit der Fair. Hast du nur noch mich und Rendon. Ansonsten gibt's keine Möglichkeiten gegen Villager. Offstage verliert die komplett gegen Villager. Meistens besitzt er die Bananen nicht. Dankeschön. Warte, mach's noch einmal. Das sind viel zu viele Punkte, die gegen die, die in diesem Matchup sprechen. Aber mal gucken, wie ich mich hier schlage. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr gut war in diesem Match. Einmal musste ich halt runterspringen. Ich eben Stock gegen Absol verloren hatte. Eins! Go! Die sind mal taunten noch wie frech, der Junge. Ich wusste halt schon, dass ich gewinne, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ich kenne Davids Villager, schon mal gegen den gewonnen und war so confident und ich habe gemerkt, dass ich echt nicht schlecht gespielt habe und war in dem Moment dann so confident, dass ich in mir selbst gesagt habe, ich mach das jetzt, ich bringe es nach Hause. Wer hat eigentlich 30 Nerd geschrieben? 30 Nerd? 0%, er schon 87, will ich nur mal so angemerkt haben. So, jemand hat den Chat. Ich hatte hier englische Grammatik ab. Dave muss ja nicht mal. Der F-Smash sitzt. 0%. Er hat einen Stock Vorsprung, aber Sima will ihn jetzt halt Zero to Death. Ja, klar. Das war wirklich mein Ziel. Ich wollte hier einen Zero to Death. David kommt auf den Das ist halt schon mal stylisches. Hat man nicht so oft gemacht. Benutzt die Grab Invincibility, um den Gyro Rocket zu überstehen. Zero to Death ist mir leider nicht gelungen. Hatte die Invi von dem Pocket gerade in dem Moment. Will die ganze Zeit meine Banane haben. Davon nehme ich Profit. Cross up ihn dann. Und punishe ihn. Oder gebe ihm manchmal auf die Nuss im Pocket. Da, Nuss gebaitet und weggeschmissen. Und verkackt gegen einen Diddy Kong. Mit einem Stock mehr auf 15% nur. Das ist bitter. Ja, das ist in der Tat bitter. Das Matchup ist so hart für Villager, habe ich ja schon angesprochen. Der Einzug reicht das eigentlich schon. Ich habe auch keine Idee. Er hat 27% innerhalb eines Socks gemacht. Schon eine Leistung, Toonbeer. Hast du gut erfasst. Gut erkannt. Sima kennt Cloud, Sima kennt Ness. Sima kennt alles. Ich kann kaum was gegen ihn machen, er hat mich so weggeschwitzt letztens. Ne? Schönes, hätte Sima Sonic gespielt und die hat ihn nicht noch gehabt, hätte ich einfach Lucas gegen ihn hätte er Sonic gehabt, ich habe den Sonic mit Mario besiegt. Was erlabert man? Ich muss es mal richtig stellen. Er hat meinen Sonic nicht mit Mario mit. Der hat den nicht besiegt. Was labert der? Voids, Junge, was laberst du? Er ist Last Hit gewesen, aber besiegt hat er nicht. David Shop zu und übrigens habe ich nicht gekämpft mit Sonic. Ich habe ziemlich aggressiv gespielt. Aber nun gut. Er kommt einfach nicht auf Diddy klar. Ich spiele das Match auf einfach perfekt gerade. Sehr abwartend, sehr geduldig. Da hat die Axt getroffen, aber. Bei dem Prozent ist das ziemlich egal. Ich muss nur an deine Worte hoffen, glauben und so. Ah, wieder auf Stage, geben. Bin sehr greedy. David spammt schon Up Smashers, obwohl das nicht mal killen wird, aber den Prozenten, selbst wenn ich in Luft bin, wird es nicht killen. Es wird nicht ausreichen. Sieh mal, schmeiß ihn halt weg. Sieh mal, hat eh so einen Timer in seinem Kopf, damit er genau weiß, wann er übel defensiv spielt. Jetzt gerade spielt der mit aber ein bisschen solider. Ja, ich hab einen Timer im Kopf, Freunde. Der gehört, tun wir jetzt erfasst. Jetzt wird er zu greedy für den Kill.
Tumi sagt in der Tat ziemlich viele gute Sachen, weil das habe ich hier eben auch schon festgestellt. Dass er die ganze Zeit nur Upsmashes geiert. Als ob ich da reingehe. Ich bin noch kein Scrub, ich gehe auch nicht in die Upsmashes die ganze Zeit rein. Und der zweite Stock weg! Wird das hier ein Freestock? Ich und Mina noch. Sima wird halt schwer für mich, ich glaube wir müssen eine Mina reinholen. Weil ich kann gegen Sima einfach nichts. Ich kenn die nicht. Wer wird danach noch? Yoshi und? Onifer. Genau. Mina wird aber Sima ohne Probleme schaffen. Ja locker. Ja, dann packen wir Mina danach rein. So, ohne Probleme wird sie mich besiegen. Mhm. Interessant zu wissen. Sie, wenn überhaupt, losen und dann mache ich auch Onifer dich. Da habe ich getauntet, um ihn zum Approachen zu zwingen. Ich keinen Bock hatte da den Baum zu approachen. Wäre ein Upsmash gekommen oder der Baum wäre gefällt worden. Das war halt eine Falle. Bin ich nicht drauf reingefallen. Ich habe David durchschaut. Hat ihn noch nicht mal einen genommen. Das ist halt das große Problem einfach. Leute, alle die im Stream sind, wenn ihr David kennt und David euch sagt, er macht schon eine Probleme fertig, guckt euch immer wieder diesen Stream an, dann wisst ihr, was euch erwartet. Spielt einfach Diddy Kong und played den. Was macht ihr da? Redet er seinen eigenen Crew-Typen schlecht. Was, warum läuft bei Voids. Ist der doof? Ist sie? Hast du ihr Bescheid gesagt? Ja. Hat sie. Wenn du so weit bist. Ich hätte eigentlich drin bleiben können. Versucht die ganze Zeit Peanuts zu bringen. Da hätte er mich wirklich fast gehabt. Aber er hat eine Reaktion wie ein überfahrenes Eichhörnchen gehabt. Hat das besser abgetimt, da hätte er mich wahrscheinlich erwischt. Der Upsmash. Ja, dann soll aber geplant war es auf jeden Fall nicht, weil er die ganze Zeit schon Smashes gespammt hat, war kein Side-Read oder so. Oh mein Gott. Ja, das stimmt wirklich, ihr könnt echt Bananen in Grab mal versuchen mit Villager. Aber ich verliere doch bitte nicht. Bitte nicht. Ja, alles ist so nicht confirm mit den Item-Game. Vor allem, er hat die ganze Zeit gegen irgendwelche Randoms gespielt und war fick die Ruhe gegen Sima. Upsmash tot. Freestock Villager. Da ist es passiert. Es ist jetzt quasi so, als hätten sie ihn gar nicht gehabt. Hat keinen einzigen Stock genommen. Hat zwar über 100% gemacht, aber ja, bringt nichts. Was bringt das? Nix. Vielleicht fange ich wieder bei 0 an. GG's. Ist richtig bad. Jetzt kommt Mina. Gut Job, David. Weißt du warum? Weil die was kann. Nein, weil Sima gesagt hat, er will nicht gegen Mina oder gegen Tumi spielen. Er hasst Tun, Nick. Und danach haben wir noch Onifire und den Yoshi, dann wird der Yoshi reinkommen und Onifire mache ich, wenn Mina rauskommen sollte. Ich nehm Sheik und bleib so. Ja, Toon Link ist in der Tat wirklich echt ein nerviges Match. Vor allem musst du immer diese Lücke suchen, mehr ist es nicht. Du musst geduldig bleiben und die Lücke die ganze Zeit versuchen zu finden. Mehr ist es nicht gegen Toon Link zu spielen, das ist schon nervig und frustrierend. Und ich weiß, dass es hier ein bisschen anders war. Gegen der Yoshi und vor allen Dingen spielt sie anders als Toonbi und ich habe so die ganze Zeit nur das Matchup mit Toonbi gegrindet und hat mich dann am Anfang ein bisschen außer Konzept geschmissen. Das werdet ihr gleich noch sehen. Ja, am Anfang. Jetzt sind wir einfach ein Stock nur über den. Ein Stock sind wir jetzt nur über den. Da lacht David. Obwohl, nee. Das war so ein Shame-Lachen. Er schämt sich und muss deswegen lachen. Was? Yo! Lauin! Yo! Ist er jetzt bei Mixup drin? Nein, das war er bis noch. Das war der Troll schlechthin, weil das ist Snow, aka Lauin. Das ist der Leader von Let's Team go, Abyss. Lauin! Und der hat einfach nichts mit Mixup zu tun. Der ist weder Mitglied ja! noch drin. Kurdistan! Spielt er für die jetzt? Das ist einfach just for fun. Ich glaube, der wollte nur ein bisschen Freeplayen mit mir, bis es weiterging. Mehr wollte der gar nicht. Und ein bisschen die Leute trollen, weil ich weiß, dass Fire auch getriggert war. Fire dachte wirklich, der macht da mit. War einfach ein Gag. Ihr habt gesagt, wir haben einen Spitznamen für Lauin, wir nennen ihn Mina-chan. Wir haben das vorher abgemacht. Da ist Mina. Ich hab Mina gesagt, Mina ist da. Mina ist da gerade, ich hab Mina gesagt. Lauin kann jetzt nicht einfach spielen, man, das kannst du nicht machen. Du hast ihn geholt, ne? Er hat gefragt, ob er da. Das lustige Snow ist ungefähr auf meinem Level. Boah, das wäre richtig heftig, wenn die den auch noch hätten, aber das. Das war von Anfang an ja nicht geplant und deswegen haben wir das dann irgendwann abgebrochen. Hab da auch irgendwann getrollt und dann haben wir es sofort beendet, weil es ja weitergehen musste. Mina, Yoshi hat man da ja eben schon sehen können, die wollte auch langsam spielen. Die ist da glaube ich jetzt zu David gegangen und hat gefragt, was es soll, was Snow hier macht. Und dann wurde es abgebrochen, sobald die dann hier die Bühne betreten hatte. Okay. Nee,
Das ist auf jeden Fall. Rein, das können wir nicht bringen. Ich glaube. Ich schwöre, das können wir nicht machen. Mina, David, geh mal nach vorne. Und so. Ja, jetzt war Mina da nämlich schon. Und da habe ich jetzt diesen Troll gemacht und haben wir das abgebrochen. Ich muss spielen. Ich hab, das ist eine Arschloch. Wir haben das schon mit Fire. Keiner wusste erst, wo Mina Yoshi ist, deswegen hat Snow wahrscheinlich gedacht, ja, machst du noch ein bisschen Freeplay. Ja, wir haben schon abgesprochen, dass Tobi und Hirsch, doch klar, Hirsch hat mitgespielt. Und dann war sie auf einmal dann doch da. Ja, aber jetzt. David, geht jetzt. Mina ist da. Ist so, wir hatten noch diesen schlechten YouTube gehabt. Wie ist der nochmal? Jojo. Boah, der Scheiße. Jojo war dein Ersatz. Hat er gesagt. Ich hab gesagt, nein. Da reden sie über den YouTube-Spieler von Essen, der richtig verkackt hat. Eddie stand an der Kante, wollte ihn edgegarnt, hat aber nichts gemacht. Und er hat sich einfach, weil er Angst vor Eddie hatte, SD dann, dieser YouTube-Spieler, über den die gesprochen haben. Das haben wir dann die Eddie-Konfusion genannt, das war richtig nice. Zu dritt. Lass mich raten, Lars hat gar keinen gezogen. Lars hat einen Siemer gezogen. Da waren wir richtig stolz auf ihn. Ey, David, Lars hat mehr geschafft als du. Ist so, letztes Mal hat er mehr geschafft als du, Alter. Der hat sie mal ins Dock gezogen. David wird fertig gemacht von seiner eigenen Crew. War doch gut. 100% hat er gemacht. Ist doch nice. In diesem Format, ja. Gegen Mina Yoshi weiß ich auf jeden Fall, dass ich am Anfang überhaupt nicht auf sie klargekommen bin, weil Toonbee spielt diese fancy Footstool-Sachen, diese technischen Sachen, und sie baut halt wirklich diese Wall auf, und man muss da echt die ganze Zeit genau aufpassen und diese ganz kleinen Momente abfangen, wo dann eine Lücke ist. Weil die Wall ist manchmal so dick, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Wenn wir das jetzt hier nochmal sehen. Ich möchte ihn eigentlich nicht haben. Wie sehr ist auch manchmal richtig nervig. Der einzige, den dann denkst du, kommst da durch. Dann kommt der Enterhaken in der Fresse. Wir haben alle gesagt, wir wollen ihn. Und da auch. Ich hatte den Grab bekommen, konnte das Landing mit dem Grab punishen. Aber er hat mir nichts gebracht. Weil sie es genauso gemacht hat, dass in dem Moment, wo ich grabben kann, dann der Bumerang zurückkommt. Sprich, es ist alles gecovert worden. Wer war denn. Die hat Hong reingeholt, nicht ich. Ich hab sie rausgeschmissen. Ey. Mina spielt einfach komplett anders als ich. Und darauf kommt sie immer gar nicht klar. Weil einfach mein Toolman sie ist. Du spielst ein bisschen wie Kunai, aber Mina spielt vollkommen anders. Deswegen komme ich auch nicht auf sie klar. Ich kann null auf sie klar. Da Toonbee das erfasst. Was ich auch schon gesagt habe, weil wenn man nur einen spielt, sie kennt, kommt man auf der anderen nicht klar. Let's go, Mina! Das war ein bisschen dumm, da habe ich gedacht, ich kann noch mit der Fastball Fair da sie treffen, aber dann war der Upsmash schon da und deswegen sah es ein bisschen komisch aus. Damit habe ich meine Hurtbox extended und deswegen hat sie da so krass getroffen. Und da müssen wir Purple und so etwas, oder? Junge, lass gleich gegen Royal Touch Crew Battle machen. Royal Touch, sind hier? Ja. Alle? Dann lass das gleich machen. Sind die Ikes auch noch hier? Nee. Schade. Du hast vorhin schon abgehauen. Da war eine Lücke, aber sie war noch in Luft, deswegen konnte ich da nicht sowas kriegen. So on fire, das ist geil. Ich bin auch nicht patient am Anfang gewesen. Ein bisschen zu aggressiv gespielt und das will tun nicht, ja? Weil dann fliegst du nur in diese Projektile rein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich dann noch später gefangen habe und adapted habe. Dann sehr gut zurückgeschlagen habe. Mal gucken, wann ich diese Adjustments gemacht habe. Im Upthrow, ab er da nicht true war, ist mir ein Rätsel. Du musst eigentlich nur noch einen Bomb confirm und Diddy ist weg. Weißt du, was ich dir checke? Eigentlich nur reden, weißt, wenn ich checke? Ich weiß nicht, wieso es ist. Oh mein Gott! Ich war mir so sicher, dass es trifft. Ja, sowas. Nehmt ihr die Jungfräulichkeit, Alter! Da habe ich versucht, hier zu trainen mit der API. Aber man kann ja in die Projektile reinfliegen. Wow, das ist richtig eng, da fliegt das Jetpack so auf Toonlink zu und das ist dann super gut. Shots. Fire. Kann man dann öfters mal probieren. Aber sie bleibt geduldig, lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und halt die Fresse. Weicht dem einfach aus. Und konnte ich damit gar nichts bezwecken. Campt da jetzt nur auf der Plattform. Ich muss approachen. Kommt der F-Smash, aber das reicht von der Distance natürlich nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben noch 6. 6 und die haben. Diesen Zeitpunkt habe ich, glaube ich, wirklich nur versucht zu punishen. Nur noch Lücken zu finden und zu punishen. Den hast du versaut! David wird schon wieder gehatet.
Bewohner, die die verkackt, Alter. King David. Das ist on stream, das kannst du nicht, Alter, beseitigen. Alter! Junge Mina! Alter! Mina, freestock den bitte. Bitte, Mina, freestock den. Was? Schaff die locker, Alter. Weißt du warum? Da muss ich nur noch unten. Die ist locker, schafft es, werden wir sehen, weil Junge, die Adjustments werden gleich gemacht. Das weiß ich noch. Da muss ich gar nichts machen. Rip, freestock. Das ist halt Commentators Curse. Wir haben uns ja auch gemerkt, dass Aoni öfters, Junge, mal schlecht geredet hat. Die jetzt gespielt haben, ne? So lange Commentators Curse. Merkt, Alter, euch das. Ist nie gut, wenn man sowas sagt. Ich war sogar kürzer als eins doch von den beiden hier. Ich weiß es als LP. Bitter, ne? Ja, ich sage, ja, oh, die Sprungpassage ist einfach, dann schaffe ich es meistens nicht. Commentators Curse. Ja, ich kann, glaube ich, heute nicht spielen. Passiert richtig, Alter. Und du sagst, du machst das. Und du hast richtig Affenschwanz bekommen. Schon bald wieder even. Außer dass ich natürlich mit 1 Stock weniger gestartet habe, ist ja klar. Aber auch nur sehen wir prozenttechnisch. Ja, 1, 2 Bananentreffer noch und das war's. Ja, das trifft eh nicht. Ich hätte mich nur bei mich nicht getroffen. Sima muss einfach rausgehen. Sima kann sich nicht, gar nichts, überhaupt nichts machen. Ja, Sima kommt mal nochmal. Guck sie doch mal an. Manchmal bleibe ich da einfach nur ganz ruhig stehen, mach gar nichts. Weil ich eben halt diese Lücken suche. Das ist teilweise das Beste gegen Tooling. Stehen, nichts machen. Da wieder, sehr abgefangen. Seht ihr, ich habe Adjustments gemacht, kam am Anfang nicht drauf klar. Auf die sehr, bleibe ich auf einer gewissen Distanz und warte nur auf meine Gelegenheit. Oh, die rollen. Oh, Adjustments wurden ganz gut gemacht. Es hat viel zu lange aber leider gedauert, bis ich auf ihren Spielstil klarkam, weil er sich dann doch schon von Toonbeast differenziert. Nein! Und da habe ich den 2. Stock. Das Comeback. Insofern hätten wir jetzt 2-3 Stocks gehabt, hätte ich eine gute Ausgangsposition. Ich hätte von der Fair aber sehr weit offstage geschlagen. Jab. Da dachte ich, ich krieg die Rolle. Kann die Rolle readen. Der Move war ja auch da, aber die Ausführung war nicht schnell genug und deswegen habe ich den Stock verloren. Aber, Freunde, das waren 8 Stocks. So viel hat keiner gezogen hier. 8 Stocks. 3 von einem Villager, ohne einen zu verlieren. Dann 2 von Mina Yoshi, die echt klasse gespielt hat. Und alle 3 von Absol, der auch nicht schlecht war mit dem Frosch, mit Greninja. Das ist echt gut geschlagen. Mina wird nicht verkacken. Jetzt kommt der Naimi rein von uns. Ebenfalls ein Yoshi-Spieler, auf jeden Fall etwas schlechter als Piano. Am Ende schmeiß ich meinen Controller auf. Und ganz ehrlich, der kennt das Matchup noch weniger als Piano. Kommt halt auch hier weg aus Oldenburg. Und ja, wie gesagt, hier gibt's keinen Toon Link. Ich hab das organisiert mit Fire vor Wochen schon. Gucken, wie er sich schlagen wird. Ist jetzt sehr wichtig, dass es einen 1-Stock zieht. Aber heute gerade wie so ein kleines Kind rum. Das ist Shiro Yasha, ich weiß nicht, was der jetzt da will. Nach links! Rechts. Wenn Nina was fragen will, so ein Ike-Spieler. Ziemlich cooler Dude. Nein, das ist Shiro Yasha. Der ist nicht da drin. Nee, Shiro Yasha ist da nicht drin. Hat, glaube ich, gar keine Crew. Hat der Wusi gesehen im Fox-Kostüm hinten? Haha! Geil! Ich wusste es! Die heben Onlyfire für mich auf! Er ist halt Commentators Curse, weil er hat ja gesagt, Oni ist free. Der Naimi wirkt auch sehr angespannt. Auch ein bisschen nervös. Jemand, weil er gegen Toon Link muss und weil er gesehen hat, dass Mina an diesem Tag echt krass war. Zu vielen imstande ist. Er guckt drüber, das war nicht abgesprochen. Vom Coach. Ach so, gibt irgendwelche Tipps. Machen sie sich drüber lustig. Die eigene Cruise macht sich über seinen Tipps lustig. Ich kenn Yoshi. Sie schafft Yoshi. Sie hat gegen Yika gewonnen. Ich bitte dich. Ja, okay. Okay, dann kann Mina auch Yoshi. Camper schon. Wie wir gerade gehört haben, kennen sie jetzt Yoshi-Matchup von Hikaru, also wie Toonbi. Somit bestens vorbereitet. Und der Naimi kennt das Matchup halt gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade jetzt zum ersten Mal spielt. Onlyfire ist der letzte. Ist das Dynamie? Müsste, ja. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne nicht. Schreib einfach random Yoshi-Guy rein. Random Yoshi-Guy.
Ja, in Deutschland gibt es wirklich so viele Yoshis, das ist unglaublich. Verliert man leicht die Übersicht. Mina muss das winnen. Schaff die Waffe. Ich sag gleich sowas von Musik, ne? Lass mich zusammen. Mach. Gegen Only Fire, ja. Das ja. Mache ich, aber hol ich mir hab mal gleich Dab. Ich will nicht. Ein Stock. You have only one job. Nur, deren Projektion recht spacen und dann für Bomben. Wenn der Yoshi ihn freestocken würde, wäre es auf jeden Fall eine schlechte Ausgangsposition, um das Crew Battle noch nach Hause zu bringen. Deswegen muss er diesen einen Stock ziehen. Aber ist ja machbar mit drei Stocks. Oder was meint ihr? Ne, der kennt das Matchup halt überhaupt nicht. Und Mina ist bestens vorbereitet auf das Matchup. Ich hab einen guten Yoshi besiegt. Ja? Du hast ihn misshandelt. Ich wusste gar nicht, dass sie so krass sind. Ja, das muss man auch gleich im Kopf haben. Und mir wusste halt nicht, dass Piano so gut ist. Er hält sich aber gerade gut gegen Mina, ne? Ist gerade überrascht, dass er den geschlagen hat, wie gesagt. Gut Damage aufgebaut mit dem Upsmash. Toonbee choked nur immer, wenn er weiß, dass der Gegner was kann, wenn er bekannt ist. Ist das ein Wi-Fi Yoshi oder was? Ja. Genauso wie Little Mac und Cloud. Sheik ist on Wi-Fi so krass. Für das Matchup nicht kennt, sieht es ganz gut noch aus. 50% Lead für Mina Yoshi. Also wenn der Yoshi so weiter spielt, dann macht sie alle drei. Guck's dir an! Der kann nichts tun. Er fällt Mina weiß genau, wie sie spielt. Oh! Nice! Da Schwierigkeiten, durch die Projektil-Walls zu kommen. Mina, der sackt der Typ. Der sackt der Typ, hat er gesagt. Junge. Merken wir uns. Wenn so Onlyfire noch einen Stock zieht, wenn sie das schaffen. Also er hat gesagt, Oni ist free und das der Yoshi sagt, also der Nami. Merken wir uns. Commentators Curse, ne? Ihr wisst es ja, wenn ich sage, bei Mario spielen auch, das ist einfach der Abschnitt, verkacke ich immer. Merken wir uns. Also Oni wird dich eh safe. Minas hat richtig on fire. Die schwitzt. Guck dir das an. Ja, Zwie ist noch stolz auf sie sein. Ey, die wurde kein einziges Mal in diesem Stock getroffen. Junge, das Schwierigkeiten da durchzukommen, durch die Projektile. Er weiß gar nicht, wann er da approachen soll, aber nicht. Das macht sie auch wirklich gut. Ich musste auch wirklich einige Zeit da überlegen, wie man da durchkommt. Aber letzten Endes habe ich es dann irgendwann herausgefunden. Es war ein bisschen spät, aber letzten Endes konnte ich ja doch zwei Stocks ziehen. War in Ordnung. Weiter. Oh! Der Backthrow ist so stark von Toon Link. Aber hier sehr schön die Fair. In die Up-Air gechained. Falling Up-Air und das war's gleich mit Toon Link. Hätte gekillt, hätte er Mini-Rage gehabt oder jede Form von Rage, aber ohne Rage reicht's halt nicht ganz. Ja, der rollt ziemlich viel. Und macht einen Down. Diese Confirms. Ja, er ist ziemlich dumm. Was ist das für ein Mädel? Jetzt beginnt nämlich der Krimi. Junge Mina, dieser Abwehr. Wird er gefreestet? Oh mein Gott! Das ist entscheidend. Wenn Mina das gewinnt, hat unsere Crew verloren. Weil das ist jetzt wirklich das Entscheidendste überhaupt. Dieser eine Stock. Bei den Killprozenten. Ein kleiner Stoß kann reichen, um das Ding nach Hause zu bringen. Wer kriegt hier den entscheidenden Treffer? Mein Gott, ey, es ist scheißegal, ob er jetzt zwei Stocks verloren hat. Wenn er diesen Stock zieht, ist es wahrscheinlich entscheidend für die Screw Battle. Oh! Der Backthrow reicht zum Glück noch nicht. Ja, Alter, verpiss dich doch! Das ist von der Mitte der Stage, war. Komm schon, Mina, das schafft sie. Sehr nervös war der Name in dieser Situation. Aber bekommt ihn ab, er! Und bringt das Ding nach Hause. Na, Mann, David, komm zu mir. Boah, Mina hat so übel gut gespielt. Warte, ja, mach das. Brauchen wir nichts gegen. Ja, Mina hat echt krass gespielt. Mina hat so krass gut gespielt. Hat sie auch gegen mich super geschlagen. Das heißt, in der Tat. Im Gegensatz zu mir. Haha. Aber der Nami. Ja, sie war nicht so krass. Hat letzten Endes noch diesen einen Stock gezogen. Das ist wirklich so entscheidend gewesen, Freunde. Das war so wichtig, dass er den zieht. Woozy im Fox-Kostüm nochmal. Sieht man es nochmal besser. Ich hab gehört, gleich noch. Und jetzt kommt. Voids! Der gesagt hat, dass sie Yoshi sackt und dass Oni free ist, so Oni scheiße, locker besiegen wird. Das hat er gesagt. Jetzt haben wir Void seine Sheik, drei Stocks von Sheik gegen ein Stock Yoshi, der mit hier ist, Upper mit hier. Und
Dann noch Oni, der Bowser spielt. Sehr gut. Und Bowser ist wirklich nur Low Tier. Ich bin zu müde für so. Also Sheik, einer der besten Charaktere im Spiel, Top Tier. Gegen ein gutes Mid Tier. Und ein Low Tier. Kann diese Sheik gewinnen? Und unsere Crew besiegen? Oder bringt der Naimi das jetzt schon nach Hause mit nur einem Stock? Oder muss Oni das entscheidende Spiel am Ende mit Bowser gegen die Sheik gewinnen? All das sehen wir jetzt. Dem, die ihre Steuerung eingestellt haben. Oder Voids, eher gesagt. Der Naimi hat ja eben gespielt an der Wii U. Hier, bitteschön. Spezialanfertigung. Gibt sehr fokussiert. Ein David Spezial. Weiß, dass das Schicksal seiner Crew in seinen Händen liegt. Du bist an die Crew gewöhnt. Tick up. Ich wollte. Soll ich zeigen? Wir haben hier Wasser. Tick Tacks. Drei Ticks. Sind da drei Tick Tacks drin? Ne? Sind die drei Stocks, die er gegen meinen Didi verloren hat, ohne einen zu ziehen. Ich bin noch richtig. Okay, das war fies. Ich werde gleich auch gut. Aber war Real Talk. Aber ich bin müde. Aber organisiert gleich mal was gegen Royal Touch. Komm schon. Dann frage ich Zen, ob der was organisiert. Tu das. Das schaffst du aber nicht. Crew Battle gegen Royal Touch. Warum will er immer gegen Royal Touch Crew Battle machen? Ist doch ziemlich die beste Crew in DE. Soll er mal gegen Eternal Zorn erstmal gewinnen? Aber Eternal Zorn ist ja ein Clan, aber trotzdem würden wir ja auch Crew Battles machen. Doch, nicht. Doch, das Spiel. Falls ihr es seht, Eternal Zorn, wenn wir genug haben, nimmt die Herausforderung an. Ich hab ein Ohr. Ich hab kein Ohr. Amanuel versucht ihn zu coachen. Vielleicht schon vorher Free Plays mit den Namey gemacht. Kennt seine Habits. Oder hat ihn eben analysiert, möchte ihm noch was schnell mitteilen. Auf die Schnelle. Dass Voids gleich Profit davon nehmen kann. Werden sehen, ob er das umsetzen kann. Letztes Mal habe ich ihm zwei Stocks gezogen. Ja, letztes Mal. Heute in Pools habe ich ihm auch zwei Stocks gezogen. Also insgesamt. Welche Stage werden sie gehen? Es ist Final Destination. Soll es ein Zeichen sein? Meint er, verliert alle drei Stocks und deswegen ist es die letzte Station? Das ist ein schlechtes Omen für ihn selbst. Seit der Naimi vergessen, sich zu SD'en. Ist aber eigentlich egal, weil sie könnten ja so lange spielen, bis jetzt einer der erste Stock verliert und ist ja gut. Was für egal, ey. Sonst startet doch einfach neu. Ja, Tumbi hat recht, das ist übel egal. Von DQ direkt. Hier schlappert wieder irgendein Mist. Von DQ. Es war nur als Spaß gemeint, aber ganz ehrlich, es wäre so scheißegal gewesen. Man hätte es so einfach so weit spielen können, bis ein Stock weg ist und dann wäre auch gut gewesen. Hey, Yoshi hat gewonnen. Ja, Yoshi hat gewonnen. Das war's, easy. Crew Battle gewonnen. Der Naimi hat einen locker gefreestockt. Willst du nicht, dass wir gewinnen? Ich will, dass wir gewinnen. Ja, also. Okay, jetzt nochmal. Diesmal wird sich der Naimi direkt SD'en. Ziemlich schade, weil er hatte direkt Damage aufbauen können. Aber gut. Jetzt geht's los. Kann er ihn freestocken? Kann er ihn 1 ziehen? 3, 2, 1, los! Wir werden es jetzt rausfinden. Sheik Matchup kennt er ein bisschen. Weil Fire hat auch eine kleine Sheik. Deswegen ist er da ein bisschen confirm in dem Matchup. Hat Sunny Matchup-Erfahrung? Hat Sunny Matchup-Erfahrung? Gegen was? Yoshi. Nicht, dass ich wüsste. Und wie ich gerade gehört habe, hat Voids keine einzige Matchup-Erfahrung gegen Yoshi. Egal, was du jetzt gesagt hast. Hat er hier einige Probleme, die Openings zu finden und mit Yoshi allgemein klarzukommen, weil. Ja. Muss Yoshi verstehen, um ihn zu besiegen. Ja, meiner Meinung nach. Stocks, mit wem schimpfst du da? Geronimo 098. Wer ist das? Irgendein Spasti.
Kommt auch nicht auf die Eier klar. Viel zu viele Eier treffen im Mutual. Sehr gut ist. Ich hab zwei Leute besiegt, das darfst du nicht unterschätzen. Ich hab Gianni besiegt. Vergleichen wir da ihre Results. Die Mix ab. Ja, wow. Falco ist nicht Mist, den Upsmash. Marv hat er auch gespielt. Ja, aus dem Ei macht er direkt eine Back-Air. Und Yoshi direkt allen mitgeben. Ziemlich even hier gerade. Nur Sheik hat mehr Kill-Probleme als Yoshi. Insofern liegt der Nami da ein bisschen vorne. Einmal hat der Marv mindestens gespielt. Vielleicht sogar zwei. Ab-Air reicht nicht ganz, aber die nächste Ab-Air könnte schon gewesen sein. Und das war's. Gut abgefangen, der Bouncing Fish mit der Upsmash. Sehr gut gemacht. Das heißt, selbst wenn er jetzt den Nami besiegt, muss er gegen Oni mit nur zwei Stocks antreten. Back Air sitzt, Back Air to, Up Air to, Back Air to, mehr. Richtig geiles Stuff von der Nami. Aber was hat Voids gesagt? Der Typ sackt. Commentators Curse. Bestimmt. Jetzt struggelt er nämlich gegen den Yoshi. Das hatte eben halt nur der Anschein, weil er auf Mina Yoshis Toolink nicht klar kam. Jetzt schlägt sich der Nami viel besser und zeigt, was er kann. Und das auch sehr gut. Prozent ist jetzt scheißegal. Tja, weil er eben gesagt hat, er ist nicht so gut und jetzt kriegt er halt auf Fresse. Das ist halt Commentators Curse, was ich eben schon angesprochen habe. Schön mit den New Tree gecatcht. Und Cheek ist auch schon in Killprozent mit Rage, Up Smash Kill von Yoshi. Wird Greedy versucht, den Down Smash zu kriegen, der wahrscheinlich Yoshi nicht mal gekillt hätte, weil Yoshi aus irgendeinem Grund Heavyweight ist. Sucht Smash, sondern da wollte der Nami auf jeden Fall Jab to Smash machen. Und kriegt die Eier und er masht nicht raus. Er masht nicht raus. Ich weiß nicht, ob Voids nicht mal weiß, dass man, wenn man den Control-Stick ganz schnell bewegt, dann aus dem Ei rauskommen kann. Er hat einfach nicht gemasht. What the fuck? Somit ein ganz erbärmlicher Stock-Lose. Aber du hattest ein gutes Matchup. Das ist auch ein gutes Matchup. Aber kriegt hier ganz komischen Confirm, Forward Throw to Up Air und das war's. Aber der Nami hat sich richtig gut geschlagen, zwei Stocks gezogen und somit bleibt nur ein Stock übrig für Oni. Ich meine, wir haben schon größere Crew-Upsets gesehen und Comebacks. Aber war dieser eine Yoshi dafür ein wirklich Second Best Yoshi? Ja, okay, dann haben wir natürlich noch hier Dingens, Cypher und noch ein paar, aber halt von so NRW-Bereich, die auf NRW-Turniere gehen, war das der zweitbeste. Okay. Nee, ich würde sagen, Piano ist wirklich der zweitbeste Yoshi. Also entweder er bekommt jetzt hart aufs Maul, oder er wird finden. Ich will danach auch nochmal gegen Unifier. Wir haben noch nie gespielt. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal. Ja, er ist nicht Unifier. Er kann Oni free stocken, hat er gesagt, und Oni ist free. Hat Zen aka Voids, nee, aka Sensei, das war der Plan. Gesagt. Oh, den Plan finde ich gut, da bin ich dabei. Kriegt wieder das OP-Coaching von Manuel, was eben aber nicht so geholfen hat, oder die Umsetzung war halt nicht da. Noch ein Problem, was er hat, ist, Oni kann jetzt die Stage auswählen, wird sowieso Battlefield nehmen, weil es ist Bowser Field, die beste Stage für Bowser, und da sind richtig krasse Kill-Probleme auf Battlefield. Gerade gegen Bowser. Sheik Bowser Matchup ist natürlich im Favor für Sheik. Aber sobald die Sheik einmal einen Fehler macht, greedy wird oder was unsafe spaced, ist vorbei. Sheik stirbt sowas von früh gegen Bowser. Bam die alle. Und das könnte das Ende bedeuten. Jetzt echt? Dann entbannen sie wieder, bitte. Oni erstellt noch den Tag und dann geht's los. Ich warte immer noch auf das Schicksal von Team Turnabout liegt in Onis Händen. Ein Stock von Voids. Und der Jackpot ist unser. Das gleiche gilt auch für Voids. Die beiden haben es in die Hände, für die Vorgänger gekämpft haben. Das geht schon, wenn man nicht so fette Finger hat. Da ist Kunai. Da ist Kunai.
Herr Kuhne organisiert das Ganze mein neues. Das geht auch. Falls ihr auch Bock habt, auf so ein Turnier zu kommen, dann meldet euch bei smashlabs.de an. Da gibt's eine Unterkategorie Offline-Turniere. Da kann man sich dann anmelden. Das ist halt das Argon-Turnier. Das ist immer ein neues. Findet regelmäßig statt. Alle 3 Monate ungefähr. Und da könnt ihr euch da auch einfach anmelden. Ich bin da auch immer. Und voll cool. Die Leute sind nice drauf. Und es macht immer super viel Spaß. Deswegen freut mich auch, dass ich das hier nochmal rekapituliere und neu kommentiere. Mal Revue passieren lasse. Das ist echt schön, kann ich nur jedem empfehlen. Macht einen guten Job, der Kunai. Das ist heftig. Aber nicht unschaffbar. Ich meine, wenn er sich nicht dumm anstellt, dann ist das wirklich machbar. Ja, da hat er recht. David hat recht. Leicht, mit Chi kann man auf jeden Fall einen Bowser freestocken, aber musste wirklich perfekt spielen. Halt einer der besten Bowsers Deutschlands. Es gibt nicht viele. Einer der wenigsten. Es gibt nicht viele, aber einer der besten. Top 10 würde ich schon sagen. So, letztes Match, kriegt direkt den Grab. Und ja, was für sicke Sachen er macht. Direkt und mit Abi direkt gepunished. 45% am Anfang. Und das ist nur der eine Stock, den Sheik aka Voids hat. Ein paar Treffer und dann reicht schon, um Sheik zu töten. Bowser hat echt keine Killprobleme. Es ist ridiculous. Und Sheik muss Bowser auf 180, 200 hochkloppen, um den zu töten. Boah. Und wenn er jetzt schon 64% hat, dann kann das kein gutes Ende nehmen. Ich mein, wenn er sich jetzt nicht fängt. Es war ein bisschen Lead. Aber Oni hat noch zwei andere Stocks zu diesen. Und das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für die Sheik. Ein Grab und das war's. Und da ist der Grab. Ja. Abro, ab er, das war der Cooper, das war der Sieg! Das war's! Ey, ja, aber Oni ist ja free, hat er gesagt. Richtig zerstört wurde. Perfekt immer die Gelegenheit abgefangen und gegrabt und Damage aufgebaut. Das war das Crew Battle. Team Turnabout gegen Team Mix-Up. War am Ende nochmal richtig spannend. Wir hatten noch 3 Stocks, gefreestockt haben wir die quasi. Aber man muss sagen, hätte der Naomi gegen Minayoshi wahrscheinlich verloren, wäre es ganz anders ausgegangen. Und hätte ich nicht Tadavid gefreestockt und so krass gespielt, dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Ich war halt quasi der MVP, 8 Stocks gezogen. Ich denke, ich habe da schon viel, beziehungsweise das meiste dazu beigetragen, dass es so gekommen ist. Fire hätte auch mehr Stocks gezogen, wenn er nicht Pikachu als Gegner gehabt hätte. Und Piano und Danny waren halt überhaupt nicht confirmed mit dem Matchup, deswegen können die da auch nichts zu. War schon gut. War schon nice. Ich hoffe, es konnte euch unterhalten. Ich werde wahrscheinlich öfter mal sowas machen. Wenn ich mal wieder auf dem Turnier bin, nehme ich vielleicht eine Kamera mit, dann filme ich mal ein bisschen allgemein die Atmosphäre, weil ich finde es immer schön, das nochmal nachträglich sich anzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich bin raus hier. Ich wünsche euch was. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bei einem anderen Turnier, bei einem anderen Video oder im Let's Play. Bis dann und ciao.